Komm zurück zu Demon's Souls. Demon's Souls. Demon's. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ja, Bubu hat seine Waffe geschrottet und muss sich jetzt schon meine ausleihen. Wieso sollte man das nicht mitbekommen haben? Keine Ahnung, vielleicht hat man jetzt auch erst eingeschaltet. Demon's Souls. Auf jeden Fall werde ich dann nachher mal probieren, den alten König Dodan zu killen. Probier's mal mit Gemütlichkeit, okay. Mit Ruhe. Nein! Und Gemütlichkeit. Und schmeiß die wilden Sorgen über Bord. Kann man überhaupt sterben? Nö. Ah, ich weiß, wo wir sind. Hey. Sind am Anfang wieder. Ja, das ist dieser eine Weg da, wo wir nicht weitergekommen sind. Also, jetzt wirst du wahrscheinlich überall von diesen Essig im Blut. Moment, wo müssen wir denn lang? Follow me. Folge niemals einem Templer. Ich bin kein Templer. Du hast eine Lebade, du bist ein Templer. Schau ich aus wie ein Templer. Ja. Sei mal ehrlich. Voll. Wow. Wie sieht ein Templer aus? Meistens so ein Doktorkittel mit einem Bart. Also so wie bei Assassin's Creed halt. Ich habe Assassin's Creed nie gespielt, weil ich das Spiel nicht mag. Dann darf ich dich hier ein bisschen zuspoilern, oder? Ja. Man ist ja dieser Desmond Miles und erfährt dann, dass die verrückten Wissenschaftler, die ich entführt haben, ja eigentlich Templer sind und tun Assassine. Also sind das deine Gegner eigentlich? Ja, man ist die Templer und die Assassinen sind in einem jahrelangen heiligen Krieg gegeneinander und... Holy Mackerel. Oh, ich habe wieder 1000 Seelen bekommen. Ich habe 474 bekommen. Ich glaube, die Human Centipedes essen sich schon gegenseitig. Nom 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 nom. Nom nom God. Nom God. Nom God Prime. Vielleicht gibt es was zu looten. Da war gerade eine Nachricht, die ist aber verschwunden. Ja, also vorne sollst du mit einem Schatz rechnen. Hier ist ein Loot. Mit der Loothund. Ein Loothund. Du müsstest ja nur noch bellen. Und da oben ist ein gefährlicher Feind. Zu deinen Füßen. Oh Mann, schon wieder ein schwarzes Phantom. Dimin. Bobo macht sich mal bereit zurückzugehen, weil ich habe keinen Bock auf den Treppen zu fighten. Demon Souls, wo siehst du den Phantom? Ich habe da so eine böse Vorahnung, lauter Nachrichten auf dem Boden, die sagen, hier ist es nicht sicher, Achtung vor dem bösen Feind da vorne, folgt bei dem schwarzen Phantom. Sind das Gründe genug? Nein. Also ich warte hier mal. Glück. Bist du tot? Irgendwie nö. Irgendwie kommt da kein nix. Vielleicht hat das wieder was mit einer Welttendenz zu tun. Ja. Hinter dir. Was? Hallo Kakan, die wurde getötet. Nö, komm mal hoch. Vielleicht, ja. Werden die bloß getriggert, wenn man... Wenn der Boss da ist. Nee, wenn Baus. Du da bist. Mancher, der Boss. Ach nee, da ist wahrscheinlich Luke. Alter, geht's hier weit hoch, ey. Wenn ich hey, hier ist Loot. Hier ist Loot. Wo denn? Vorne, oder? Nein, hier hinten. Hinter dir. Loot. Hier, musst du rechts an der Wand lang gehen, nach hinten. Wo soll hier ein schwarzes Phantom sein? Ich weiß es nicht. Sagen, wo soll der ansehen? Aber wir müssen, glaube ich, so langsam mal im Ende vom Level 3, Mensch, nicht? Schön langsam. Schön langsam müsste man da sein. Nein. Aber ich mag die Attacken, also die Animation von der Hellebarde überhaupt nicht. Muss ich echt sagen. Dieses komische Umherschlagen mit normal. Der Rundunterschlag ist cool. Also ich fände das cool. Ich kann es immer zwei in dich nehmen. Ja, das finde ich besser. Ah, da ist eine riesige Wand. Das ist bestimmt. Und ich habe hier noch Loot gefunden. Loot nun leveln.
Der Lootradar. Oh nein, die Xbox One wurde von der PS3 niedergeschlagen. Das ist, glaube ich, schon Bosszeit, oder? Stop. Bosszeit. Bosszeit. Zumindest sehe ich da hinten was brennen. Ich sehe grüne Augen, ne? Oh. Das sieht so aus wie Augen. Und okay, so dann mach mal auf. Ich habe Angst. Mach auf jetzt. Man-Eater. Gut, dass ich tot bin. Natürlich. Oh mein Gott, ein Geist. Alter, der ist an mir vorbeigesprungen und macht mir noch Schaden. Aua. Au. Ist nicht kuscheln. Schade, dass es nicht wie in Dark Souls ist, dass du denen noch die Schwänze abschlagen kannst. Aua. Das hat wehgetan, Mama. Ich nehme mal den Gras. Au. Warte, ich denke. Close enough. Wir sollten nicht in einer Linie stehen. Ha, tschüss. Ich gefallen. Ach, er kann fliegen. Du bist runtergefallen? Oh, nee. Nein, er ist runter. Er kann fliegen. Achtung. Ja, kannst du mit dem Feuer angreifen? Hab ich ja gerade probiert. Wo ist er denn? Vorsicht vor der Verstärkung des Feindes. Ich kann ihn nicht treffen mit meiner Herbe. As you may notice. Ja. Die haben mir den Schwanz abgeschlagen übrigens. Echt cool. Aber ich glaube, das zählt hier in Demon's Souls nicht so. Aber der ist jetzt bisher noch nicht so schwer, ne? Bitch, please. Ich hab doch geblockt. Und so viel Schaden macht der gar nicht. Nur das Wettfliegen, das nervt ein bisschen. Ah, und sein Sprung macht aber Schaden. Das zieht mir die ganze Ausdauer ab. Oh oh. Noch ein Mensch, also hallo? Oder hat er jetzt. Nee, doch, da kommt noch eine geflogen. Lol. Kümmere dich erst um den anderen. Also, ich habe gerade den einen Aggro gezogen. Ja. Weil die Musik ist cool. Ach, ist klar. Ist klar. Ist klar. Du bist gestorben. Ja. Ich glaube, ich sterbe jetzt auch. Weil ich mich bewegen kann. Ich gehe mal zum Feuer. Feuer ist immer gut. Wenn ich jetzt da Nexus-Bindung einsetze und zurück marschiere. Welcher Man-Eater ist das jetzt? Natürlich der mit viel HP. Warum denn auch nicht? Guck mal nach. Demons. So. Irgendwie trifft er mich hier oben gar nicht. Was willst du jetzt nachgucken? Du willst gucken. Wie der geht oder was? Ohne Witz, wenn ich die ganze Zeit um das Feuer kreise, treffen die mich irgendwie nicht. Und vor allem fliegen die jetzt schon wieder weg, die Pussys. Da ist einer gelandet. Ja, Pussy, renn halt weg. Ich glaube, die haben Angst im Feuer hier. Wow. Irgendwie freest gerade die KI von denen ein. Also die rennen da hinten rum und boah, jetzt ist eine mal gekommen. Boah, macht einmal seinen Angriff und fliegt wieder weg. Aua, das hat jetzt wehgetan. Natürlich, warum treffe ich immer nur den, der schon voll viel HP noch hat? Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Und es müsste der sein, der viel HP, nicht mehr viel HP. Menschen treffen würde. Ich hab einen getötet. Ah, baba, baba. Nein, Mongo. Lass mich ruhen. Ja, ich durfte mich nicht mehr bewegen. Fick das Spiel. Also wir müssen den ersten so schnell down kriegen, bevor der zweite kommt. Weil einer alleine ist easy. Jetzt müssen wir das ganze Level nochmal spielen. Das ist, also obwohl ach, hat er dich gekillt oder was? Ja. Der hat mich getroffen, bin gestunt, denk so, oh, ich muss mich heilen, muss wegrennen. Das blöde ist jetzt bei mir, ich muss jetzt komm zum Kaltstein. Ich kann dich ja erstmal wieder summonen, dann können wir das wieder machen. Ja, aber ich bin jetzt an dieser Stelle, wo ich nicht zurück kann. Hallo.
Moment. Was willst du jetzt machen? Ich kann zurück in den Nexus. Ja, du hast das eine Item, aber ich glaube, du verlierst deine Seelen dadurch. Nein, nicht mit Keilsteinscherben. Mit diesem Ring, der Nexus-Bindung schon, aber nicht mit den Keilsteinscherben. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Bitte! Wuhu! Ich habe mein Seel noch. Das bedeutet, wir nehmen uns jetzt da unseren Soul Arrow wieder mit. Zwar nehmen wir den Seelenpfeil und den Tarnumhang mit. Den Tarnumhang. Mhm. Was heißt der Tarnumhang? Dass ich schwerer zu sehen bin. Weil ich hab gelesen, mit Tarnumhang oder mit dem Ring des Diebes sehen einen die Viecher manchmal nicht und verlieren einen aus den Augen. Das heißt, dass du dann die ganze Agro hast. Bin ich nicht nett? Brutal ist einfach nur. Wann werde ich hier die ganze Zeit angeschrieben? Man hört. Ja, nein, nicht. Oh mein Gott, da ist ein Alu-Zeichen. Nee. Quackburns. Hey. Soll ich den aussammeln? Noch einen? Sammeln ihn mal. Ich bin mal kurz auch im Nexus unterwegs. Ich gehe kurz Wunder kaufen und so. Ja, beeil dich. Der Wunderfritze ist weg. Hallo? Der Wunderfritze ist weg. Ja, komm einfach mal her und jetzt machen wir das Level. Ich will das Level jetzt abschließen. Ja, okay. Dann kann ich nämlich weggehen. Bist du im Anfangsbereich, oder? Ja, immer noch. Bin ja gestorben. Ja, haben wir schon. Geht ja jetzt relativ schnell, man muss ja nur den kleinen Weg davor laufen. Geradeaus, hoch, da. Und ich habe gelesen, man kann den ersten Gargoyle schon mit Pfeilen töten. Bevor man durch die Seelenwand durchgeht. Echt? Hm? Das denn? Man kann ihn treffen. Durch die Seelenwand, oder was? Mhm. What the fuck? Okay, ich bin wieder da, wo ich ganz am Anfang war. Also beim allerersten Mal. Alter, die Rüstung schaut so geil aus. Wird bei mir noch nichts angezeigt. Ich werd gerufen. Nicht von mir. Nicht schon wieder. Als schwarzes Oh nein, nicht schon wieder! Hä? Ich muss jetzt schon wieder Boss spielen. Ja, das geht hier auch. Ja, im ganzen dritten Level. Okay, ich habe gedacht, nur an einer einzigen Stelle. Hm. Oder wollen wir das dann später machen? Ja, also wir machen jetzt mal einen Cut, weil das dauert jetzt wieder ewig, bis ich hier rauskomme. Ja, weil ich werde dann nämlich gehen. Das heute. Ich weiß nicht, ob ich heute noch Abend da bin. Ja, dann machen wir das beim nächsten Mal. Weil ich meine, es wurde eh gespeichert, wo ich bin. Mhm. Die Seelen bleiben auch da. Dann ja. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Jo. Let's make it over and out. Ciao.